Ja, herzlich willkommen zur digitalen Bürgersprechstunde von politikdigital.de. Das Format bedeutet, Sie können sich live in diesen Hangout einschalten. Heute zu Gast Thomas Jatzombek, Bundestagsabgeordneter aus Düsseldorf. Hallo, Herr Jatzombek. Hallo. Mit der Bundestagsabgeordneten Halina Baczyniak. Der Bundestagsabgeordnete der Bündnis 90 Die Grünen, Konstantin von Notz. Herzlich willkommen, Herr von Notz. Meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Eva Högel. Ja, dann starten wir jetzt einfach mal. Wenn Sie eine Frage an Herrn von Notz haben, bitte schicken Sie uns einfach eine E-Mail an bürgersprechstunde@politik-digital.de. Über unser Facebook-Account, da können Sie eine Frage stellen über unser Facebook-Profil. Sie können das über Twitter machen, Hashtag Bürgersprechstunde. Sie können bei Google uns was auf der Profilseite hinterlassen, oder wenn Sie Google Plus Nutzer sind, können Sie natürlich den begleitenden Chat hier an der Seite nutzen oder sogar noch live mit reinkommen. Und was uns ganz besonders freut, ist, dass wir zwei Bürger, nämlich aus dem Wahlkreis von Herrn Jatzombek, dabei haben. Ja, hallo in die Runde. Tobias Meyer ist mein Name. Ja, ich heiße Waschko. Hallo Waschko. Hallo Herr Neithardt. Guten Abend, hallo. Und nach Berlin. Anderen Herrn Pfeiffer. Hallo, Herr Pfeiffer. Hallo. Ich freue mich auf die Gelegenheit, Herrn Jatzombek digital kennenzulernen. Von den Wahlplakaten und von Auftritten in der Presse habe ich ihn natürlich schon lange wahrgenommen. Also erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier dran beteiligen. Das Neue Deutschland ist in dieser Folge unser Kooperationspartner. Tino Doi, hallo. Außerdem haben wir natürlich unsere Kollegen von der Bergedorfer Zeitung. Das ist der Wahlkreis, aus dem Herr von Notz kommt. Diese Kollegen haben wir dabei. Die haben auch im Vorfeld schon kräftig Fragen über ihre Zeitung und über das Internetportal ihrer Zeitung gesammelt. Eine Bürgerin, nämlich Tina Siemers, wissen, was kann ein Bundestagsabgeordneter in Berlin für die Region ausrichten? Na, erstmal ist man natürlich Fachmann für den Bereich, aus dem man kommt, die Region, aus der man kommt, und kann da die regionalen spezifischen Dinge in den Bundestag einbringen. Sind Sie schon auf die Firma GMRE aufmerksam gemacht worden, die in Ihrem Wahlbezirk etliche Immobilien besitzt bzw. verwaltet? Ohne selbst betroffen zu sein, schreibt hier ein User, bin ich doch über die Berichte aus dem Bekanntenkreis regelrecht schockiert. Diese Firma würde wohl Menschen teilweise über Wochen ohne Heizung und bei Raumtemperaturen unter 16 Grad leben lassen und versuchen damit Leute auch aus bestehenden Wohnungen rauszutreiben. Mhm. Ist Ihnen das schon mal irgendwie untergekommen? Haben Sie davon schon mal gehört? Nein, von dieser Firma habe ich jetzt bisher nicht gehört, aber ich darf alle bitten, die das betrifft, sich bei mir zu melden. Auch können auch gerne meine Bürgersprechstunde kommen oder Sie melden sich bei einem Rechtsanwalt, einer Rechtsanwältin. Sowas darf es nicht geben. Das ist schlicht und ergreifend illegal und verboten, und das ist Schikane von Mieterinnen und Mietern. Wir haben hier aus Berlin auch nochmal eine Frage zum Thema Internet. Und zwar würde unser Leser Daniel gerne wissen, was Sie von der Verteilung der Zuständigkeiten für Internet und Digitales in der neuen Bundesregierung halten. Ist das mehr eine Aufwertung digitaler Belange oder doch mehr so ein Verantwortungswirrwarr, gerade weil das jetzt beim Verteidigungsministerium gelandet ist? Das ist so. Oh, ich würde mal sagen, dass der Koalitionsvertrag, das finde ich gut, man muss ja auch mal sagen, wenn man was gut findet, das Thema Digitales konsequent durchzieht. Also es gibt nicht irgendwo ein angeklatschtes Kapitel, wo Digitales drin ist. Ich persönlich glaube, dass Toni Hofreiter ein hervorragender Fraktionsvorsitzender ist und genau der Richtige. Und dazu kommt, dass das Parlament natürlich auch immer spezieller wird. Und man ehrlicherweise sagen muss, wenn wir da gerade über Arzneimittelneuordnungsgesetz und solche Dinge reden, die sind ja so spezifisch, dass jemand, der da nicht richtig vom Fach ist, kaum eine Möglichkeit eigentlich noch hat, das zu durchdringen. Und vielleicht hat ja diese digitale Bürgersprechstunde auch dazu beigetragen. Und dann drücken Sie bitte den Daumen, dass wir ein Ja der SPD-Mitglieder bekommen. Herr von Notz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant und spannend, 45 Minuten heute in dieser digitalen Bürgersprechstunde. Einen herzlichen Dank und einen schönen Abend.